Ja, und da stehe ich wieder vor der Kamera, vor dem lieben Atelier Oechsli, bei der reizenden Dame... Barbara. Also Barbara, wenn ich dich darf duzen? Absolut. Oh. Nein, ich hätte gerne Lady of Dragons. Also Lady of Dragons, besser so für sich? Nein, ich bin Barbara. Okay, Barbara, ihr seid ja ein bisschen länger schon auf den Drachenbau tätig, oder wie man sagen darf. Genau, seit 2016. Nee, 2015 sogar schon. Also, was ich euch sehe ich immer auf den größten Veranstaltungen, was ich mega geil finde, vor allem, weiß ich nicht, wie es die Kamera gerade hat, vor allem finde ich die Drachen und diese Kreatur einfach wunderbar und genial. Und ich habe ja erfahren, wie viele Stunden da investiert wurden und wie eine Idee so entstanden ist. Aber kannst für die Unwissenden, die leider heute nicht anwesend sein können und solche Fragen stellen, könntest du denen mal kurz ein bisschen etwas darüber erzählen? Also, es gibt zwei Versionen, wie man sie baut, aber beide fangen gleich an. Skizze, planen. Recherchieren, Anatomie recherchieren. Drache ist nicht gleich Drache, da muss man ein Tier als Grundlage haben. Und dann geht es ums Modellieren. Entweder man baut es analog, dann muss man halt denken, was braucht man unten, damit es hält und dann von unten hier nach außen. Oder wir machen es digital, dann modelliere ich das auf ZBrush. Da bin ich zum Glück ziemlich frei, das heißt, da kann ich immer was abschneiden und wegmachen. Und dann drucken wir das, wenn wir es auf ZBrush als 3D-Modell machen. Und bearbeiten es nach, malen es an. Und das Gleiche ist dann eigentlich auch beim Analogen, wenn man es mit Ton oder mit verschiedenen gemischten Medien oder Acrylic One machen wir die für draußen sind. Genau das gleiche Prinzip. Dann macht man einen Abschlussfirnis, eine Grundierung drauf und dann kommt die ganze Farbe drauf und eine Fixierung. Und dann ist es eigentlich schon fertig. Mega kompliziert, aber wahrscheinlich recht einfach. Hört sich kompliziert an, aber wahrscheinlich in der Umsetzung einfacher dann. Ich sag so, jeder Drache hat seinen eigenen Jinx dahinter. Also das heißt, irgendwo kommt immer noch irgendwas hervor. Entweder zickt beim Programm was, zickt beim Material was oder zeitlich geht was nicht auf. Also wir haben schon sehr viel Erfahrung, aber es ist immer wieder eine neue Challenge da. Ich darf diese Frage eigentlich nicht stellen, aber hast du so ein Hassprojekt, wo du gesagt hast, zum 100. Mal bin ich an diesem Drachen dran? Oder einfach, wo du dir dachtest, ach nö, jetzt dieser Arbeitsschritt? Ich überlege gerade. Ich weiß noch, dass wir ganz neu im 3D-Druck einen Drucker hatten. Einen 3D-Drucker hatten, ja. Der hat uns in den Wahnsinn getrieben. Da ging es um die Kalibrierung, also die Platte, die Nadel auf die Platte einstellen. Ja. Ganz am Anfang. Und das Anleitungsbüchlein war kleiner als ein Zettel an einem T-Shirt. Also weniger Information dran. Und wir mussten nur eigentlich diesen Schritt machen. Das ist so wie, wenn man beim Kuchenbacken den Backofen anmacht. Und da saßen wir 2 Tage dran, bis wir den Fehler gefunden haben, was das Problem war. Und es ging alles nicht. Mittlerweile haben wir Erfahrung und es gibt auch bessere Drucker, aber ich weiß noch, dass auch heute noch, wenn es, also mein Mann, der da drüben steht, mit dem kleinen Mann da vor, unser Sohn, ja. Er hat jetzt das meiste im 3D-Druck übernommen und ist jetzt auch sehr erfahren, aber ganz am Anfang, da dieser kleine Schritt hat uns in den Wahnsinn getrieben. Okay, ja gut, das mit dem 3D-Drucken kenne ich ein bisschen selber von der Firma, wo ich arbeite. Ich bin ja leider nicht den ganzen Tag als Game TV unterwegs, schade. Vielleicht kann man da was ändern. Komm noch, kann man vielleicht ändern. Gell, ich habe Interesse an bei Game TV dauerhaft zu arbeiten. Ja. 24/7, genau. Was ist dein Baby, kann man sagen, hier? So etwas, was du am liebsten gar nicht hergeben möchtest, wenn es gekauft würde. Also ich denke, unser King Beast würde ich nicht gern hergeben. Das ist auch unser größtes Projekt. Das ist wirklich etwas, das war nur schon ein ganzes Jahr im Drucker. Nur schon im Drucker war es ein Jahr drin. Das haben wir leider nicht dabei. Das ist... Aber hier drin auf der Farbe hatten wir. Das war der quasi die größere Variante. Nee, das. Nein, das war der. Ah ja, okay. Ja.
ein Jahr im Drucker? Ein Jahr im Drucker. In einzelnen Lego-Stücklein. Ach du heilige Scheiße. Aber nein, das ist dann krass. Vor allem sehe ich gerade, wie es aussieht, dann... Das sind dann die Stücke, genau. Und das sliced mein Mann. Also nimmt mein Objekt, wenn man das hier aus dem Computer nimmt, kommt es als Objekt oder als STL und er bändigt es dann für den 3D-Drucker, weil es gibt schon 3D-Drucker, die das so groß könnten, aber ich meine, für den Otto-Normalbürger passt das nicht in die Garage rein. Glaube ich dir. Nee, wirklich ganz coole Arbeit, wirklich. Danke. Kommt zu der lieben Familie vorbei oder besucht sie in Bad Tussach, Schwertgasse 10. Die liebe Atelier Öchsli, ja. Wirklich sehr traumhafte Dinger. Ich hoffe, ich kriege es mal hin, wenn ich nicht mal, wenn ich mal für mich unterwegs bin, da mal was für, zu schnappen für mich. Du, auf jeden Fall, komm vorbei. Ich werde auf jeden Fall mal... Okay. Die Großen, die laufen ja auch mit. Ah, die laufen mit, die kommen... Auf, okay. Nee, vielen Dank nochmal. Danke. Und einen wunderschönen Tag noch. Danke.